Meine Oma, die hat zu mir immer gesagt, Mädel, wenn dir jemand so richtig aufregt, dann musst du der Person immer erstmal die Schlüsselfrage stellen. Die Schlüsselfrage, das ist die Frage, die sie meinem Opa immer gestellt hat, wenn er vom Stammtisch, von der Kneipe heimgekommen ist und seinen Schlüssel an das Schlüsselbrett rangehängt hat. Nämlich, bist du Psoffer? Also bist du besoffen? Und meine Oma hat gesagt, mit der Frage kommst du total gut durchs Leben, weil mit besoffenen Leuten diskutierst du einfach nicht. Das hat überhaupt keinen Sinn.